Fairplay miteinander. Man streitet, man setzt sich aber danach wieder zusammen. Sieg und Niederlage gehören dazu, man lernt voneinander. Und insofern ist der Sport ein ganz wichtiger Ansatz in unserer Präventionsarbeit. Und wir sind daher auch froh, dass der Berliner Fußballverband da auch wirklich Akzente setzt. Gut, wir werden sicherlich hier nicht keine Gewalttäter haben, die wir hier heute bekehren können. Was wir immer wieder machen müssen, wir müssen auf das Thema aufmerksam machen. Wir müssen an die Vernünftigen appellieren, auch in den Fanszenen, dass man sich dort von Straftätern distanziert, dass man sie isoliert. Ich glaube, wir haben eine gute Entwicklung in den letzten Jahren in Berlin. Es ist weitgehend gelungen, so Vorgänge mit Gewalt um Fußballspiele zurückzudrängen. Der Hooliganismus ist in Berlin nicht weiter gewachsen, sondern im Gegenteil zurückgegangen. Fußball oder zum Kampfsport ist ja Fußball. Gehört ja auch Zweikampf dazu, da gehört auch die eine oder andere Tätigkeit dazu. Das ist ja nicht das Böse. Das Schlimme ist, dass Menschen verfolgt werden, dass nicht nach 90 Minuten Schluss ist, dass man einfach probiert, weiterzumachen, seine Rache zu suchen, sie aufzulauern an der nächsten Bushaltestelle. Und wenn wir das einigermaßen in den Griff bekommen würden, dann, glaube ich, hätten wir schon einen ganz großen Schritt gemacht. Ich bin mir sicher, dass die Aktivitäten des Berliner Fußballverbandes auch mit unserer Unterstützung nachhaltig wirken. Wir haben also da auch noch viel zu tun, aber ich denke mal, wir sind da auf einem guten Weg.